Hallo zusammen, ihr habt das Ziel, das Dribbling eurer Kinder zu verbessern und das Ganze mit Fußball 3. Dann habe ich hier eine Spielform, die dazu beiträgt, dass die Spieler mehr ins Dribbling gehen müssen als in einem normalen Spiel. Und zwar wird das Ganze provoziert mit der einfachen Rugby-Regel. Im Rugby darf man den Ball nicht nach vorne spielen, das heißt, der Ball darf nur nach hinten gespielt werden. Das wiederum bedeutet, wenn ich zu meinem Torerfolg kommen möchte, kann ich den Ball nur per Dribbling nach vorne bringen. Weiterhin hat es den Vorteil, dass der Spieler, der in Ballbesitz ist, nur den Ball nach hinten spielen kann und seine Mitspieler sich natürlich in seinem Rücken anbieten müssen. Derjenige Spieler kann dann den Ball auch wieder im Dribbling nach vorne bringen und sobald er in der Schusszone ist, kann er dann ein Tor erzielen. Das eine einfache Spielform, um das Dribbling zu forcieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.